Wiederum haben wir es mit einem Träger unter Gleichlast zu tun. Diesmal ist allerdings der Querschnitt als Rechteckquerschnitt mit Breite b und Höhe h gegeben. Es ist die maximale Spannung und ihre Position am Träger zu suchen, sowie die Spannungsverteilung im Querschnitt anzugeben. Ganz am Anfang im Wesentlichen beginnen wir nämlich, wenn man das Biegemoment als Schnittgröße rechnen möchte, müssen wir natürlich die Auflage einmal rechnen. Und dann das Biegemoment und dann erst die Spannungen. Also der erste Schritt ist wieder Auflager. Natürlich in Kombination mit einem Freikörperbild, Lagerreaktionen FA und FB, die resultierende der Querkraft, habe ich groß Q genannt, Q0 mal groß L. Die Länge fehlt hier in der Bemaßung, aber sie steht im Text oben. Positiv nach oben betrachtet, mache ich gleich Folgendes. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab schon. Ich drücke sofort FA aus durch die anderen, weil die Entscheidung ist folgende. Ich rechne dann FB aus dem Moment aus und dann kann man sofort beim FA einsetzen. Also FA wird sein Q0L minus FB. Sofort das Gleichgewicht bilden und Moment um den Punkt A, gegen einen Uhrzeigersinn, um den Punkt A, liefert dann FB mal L ist gleich Q0 mal L halbe. Dann kürzen wir L raus, haben hier sofort ein Ergebnis für FB. Q0L halbe, hätte man auch erraten können, dass sie das symmetrisch aufteilt auf links und rechts. Und demzufolge ist das FA genauso, Q0 mal L halbe. Zweite Sache, die man machen muss, Schnittgrößen berechnen. Und zwar für die Biegebelastung, für die reine Biegebelastung, brauchen wir eigentlich nur das Biegemoment. Wiederum Schnitt. Irgendwo innerhalb der Streckenlast, die Auflagerreaktion FA, zeichne alle Schnittgrößen ein, weil das einfach ins Freikörperbild halt reingehört. Weil es gibt ja sowohl Q als auch N als auch M, auch wenn man es nicht ausrechnen muss. Und unser Q von X ist jetzt blöd, nennen wir es gleich Q0 mal X, ist die resultierende hier. Und die Laufvariable x. Damit ist, wenn wir die Momentenbilanz bilden, mx gleich fa mal x minus q0 mal x halbe, also x Quadrat halbe. Das sollte jetzt alles schon problemlos und schnell gehen. Das f von a einsetzen, dann haben wir hier q0 l halbe x minus q0 x Quadrat halbe als Funktion für das Moment. Ich hebe das x jetzt gar nicht raus. Und jetzt hätte man gerne gewusst, wo ist das Maximum? Rechnerisch. Was tun wir da? Wie findet man das Maximum? Kurvendiskussion einfach. Also die Funktion, die man maximieren will oder den Extremwert finden, einmal ableiten und Null setzen, ja. Und zwar ableiten nach der Trägerlaufvariable x. Wenn man das macht, dann kriegt man hier Q0 L halbe minus Q0 x. Der Zweier kommt runter, killt es ein halb. Und das ist 0. Dann kürzt sich noch das Q0 raus. Und oh Wunder, das Maximum ist bei L halbe. Aber ist zumindest rechnerisch gezeigt jetzt, dass das stimmt. Das heißt, das ist die Stelle des maximalen Biegemoments und das maximale Biegemoment selbst ist das m von x an der Stelle x gleich L halbe. Einfach oben einsetzen. M max ist gleich m an der Stelle x ist L halbe, ist dann gleich Q0 L Quadrat Achtel. Alles zusammengefasst. So, und die maximale Spannung, das ist jetzt die eine Ebene, nämlich Trägerlängsrichtung. Die Position
entlang x hier, wo das Maximum ist, nämlich hier in der Hälfte. Und jetzt gibt es ja noch die zweite Ebene, nämlich den Querschnitt. Und da ist die Frage, wo ist jetzt die Spannung, die aus diesem Biegemoment resultiert, am größten? Sigma Max ist das maximale Moment, dividiert durch das sogenannte Widerstandsmoment der Achse, um die das maximale Biegemoment wirkt. Das ist in dem Fall die Y-Achse, weil, wenn Sie da reinschauen, Sie biegen ja von hier drauf geschaut, ist dieser Querschnitt aufs positive Schnittufer und zeigt x aus dem Querschnitt heraus. Und das Biegemoment ist so herum positiv. Und das heißt, wenn man sich den Querschnitt anschaut, dass das Biegemoment, wenn Sie es so als Vektor einzeichnen, so nach oben positiv wirken wird. Also so herumbiegt. Das ist natürlich klar, dass dadurch oben Druckspannung entstehen muss und unten eine Zugspannung. Okay. Aber das Maximum ist auch klar, wo das ist. Das muss dort sein, wo der größte Abstand zur Trägerlängsachse, zur sogenannten neutralen Faser ist. Dort muss die maximale Spannung sein. Und das ist genau das, was das Widerstandsmoment leistet. Das Widerstandsmoment ist nämlich auch eine tabellierbare Größe, die nur von der Geometrie abhängt und ist definiert als um die Y-Achse das Flächenträgheitsmoment um die Y-Achse durch den maximalen Randfaserabstand. Also den maximalen Abstand, den Sie im Profil gehen können, bis aus dem Profil rausfallen. Wenn man sich das nämlich so her skizziert, wenn das Z ist und das Y, dann ist die Biegespannung von der Verteilung her so drinnen. Das ist ein bisschen da daneben gegangen. Hier ist der Nulldurchgang genau in der Y-Achse natürlich. Das ist die neutrale Faser. Da haben wir gar keinen Abstand. Und Sigma positiv so herum aufgetragen. Dann hat man hier Druck und hier Zug. Und das oben ist das E1 typischerweise. Und das unten E2. Und das sind die Randfaserabstände zum Druck und zum Zug. Und die sind in dem Fall natürlich beide gleich, weil symmetrisch H-halbe. In einem Profil, das vielleicht zum Beispiel ein T-Profil ist, ist das nicht gleich nach oben und unten logischerweise, weil ja der Schwerpunkt nicht in der höhenmäßigen Mitte liegt. Das heißt, das ist iy durch h halbe, also zweimal iy durch h. Und wenn Sie das Flächenträgheitsmoment sich erinnern vom Rechteck, das war b mal h der dritten Zwölftel, dann können Sie das oben einsetzen und stellen fest, dass das Widerstandsmoment fürs Rechteck auch immer gleich ausschaut und deswegen tabelliert werden kann, nämlich bh Quadrat Sechstel. Und hat welche Einheit? Meter der dritten, Länge zur dritten, ja. Und das setzen wir hier ein in die Formel für die maximale Spannung. Und dann kriegen wir halt fürs symmetrische Profil beide wertmäßig gleich, nur vom Vorzeichen her halt andersherum. Nämlich Q0L Quadrat Achtel ist das M Max, dividiert durch B mal H Quadrat Sechstel. Dann kann man dadurch 2 kürzen und erhalten im Endeffekt 3Q0L Quadrat durch 4BH Quadrat. Für die Spannung, dann kann man schauen, ob das wirklich Newton pro Quadratmillimeter wären. Das sollte so sein, wenn man alles einsetzt. Vom Zahlenwert her liefert das 7,29. In dem Fall, je nachdem, was Sie halt einsetzen, Newton pro Meter, wenn es vom Moment ausgehen mit Newton Meter. Dann habe ich es umgerechnet, aber in Megapascal 7,29 oder 7,3 Megapascal. Zug unten, Druck oben.
Das ist im Prinzip, wenn Sie, wenn Sie so wollen, der Betrag der Spannung eigentlich. Ja? Und die Spannungsverteilung kann man sich natürlich auch ausrechnen, indem man ein Widerstandsmoment definiert, das von der Höhe z abhängt und dann halt die Höhe als Variable z reinnimmt. Und dann kriegt man diesen linearen Verlauf, den ich Ihnen da hingezeichnet habe. Das steht dann da noch in den Unterlagen. Und dann ist auch klar, nachdem da rauskommen muss, dass das m-max durch i mal z ist, wenn z 0 ist, also man in der neutralen Faser liegt, dass auch die Spannung dort 0 sein muss, weil man mit 0 multipliziert. Das kommt auch automatisch aus dem raus dann.